Guten Morgen. Guten Morgen an die Welt, guten Morgen an die aufgehende Sonne und guten Morgen an alle, die mit der Friedenssuche unterwegs sind. Wir waren heute unterwegs mit der Frage der Erdverbundenheit und oben im Steinkreis ist gerade eine Gruppe meditierend, deswegen sitze ich jetzt hier an einem anderen Stein und möchte euch trotzdem mitteilen, was ich in der Morgenmeditation empfangen habe zu dem Thema Erdung, Erdverbundenheit. Und in dem Moment, wo ich mich bewusst einlasse auf diesen Körper, dass wir ein Teil unseres Wesens im Körper ist, dann kommt eine ganz tiefe Frequenz vom Innern der Erde, steigt quasi auf und man fühlt so stark, dass wir Teil dieses einen Körpers sind. Und ich möchte ein bisschen versuchen, diese in der Ich-Form zu sprechen, was aus diesem Erdenkörper dann kommt und aufsteigt. Und heute Morgen war es sehr stark, diese Frequenz, horche auf mich. Ich bin die Hüterin von Raum und Zeit. Ich trage das Körperwissen in mir und wisse, dass ein Körper immer auch spirituelle, geistige Kraft in sich trägt. Und ich hüte dieses Kleid von Raum und Zeit. In deinem Geist bist du fähig, in alle möglichen Richtungen zu gehen. Du kannst in Geschwindigkeit, in die Wolken, zu den Sternen, zu allen möglichen Wesen in deinem Geist gehen. Und in mir findest du die Kraft der wirklichen Verbundenheit. Und entdecke, wie oft du in deinen Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist. Und die Erdung, die Gründung hilft dir, ganz verbunden zu sein mit dem Jetzt. Was ist jetzt? Und aus dieser Qualität hüte ich Körperwissen, hüte ich den Kontakt mit verschiedenen Wesen und fühle, dass du Teil von mir bist und ich bin Teil von dir. Und mein Wille und dein Wille sind in der inkarnierten Form ein Wille. Und meine tiefste Sehnsucht ist auch deine tiefste Sehnsucht. In diesem Sinn höre ich diesen Ruf der Erde sehr stark. Höre auf meine Stimme. Höre, wer ich bin. Ich hüte Friedenswissen. Ihr seid so voll von Konzepten. Ihr seid so voll mit lauter Vorstellungen. Das ist richtig, das ist richtig. Und so viel Krieg entsteht aus den Vorstellungsmustern, aus den Konditionierungen, die die Verbundenheit und Erdung mit mir verloren haben. Frage dich an jedem Ort, wo du lebst. Wo kommt das Wasser her, wo ich lebe? Wie halte ich den Kontakt zum Wasser? Wo kommt die Energie her, an wo ich lebe? Und wie können wir in einer Weise Energie nutzen, ohne die Erde zu zerstören? Und wenn wir dann wissen, wie viele Kriege jetzt in diesem Moment auf der Erde stattfinden wegen Energieressourcen, dann wissen wir, wie tief dieser Ruf ist, höre auf die Stimme der Erde. Und mit Sicherheit wird es andere Formen der Energieversorgung geben. Und die Erde bittet auch, sie sagt in gewisser Weise, wenn du dich mit mir verbindest, kannst du mit allen Wesen in Verbindung treten, denn sie alle, mein Herz schlägt durch sie alle. Und von dort kannst du die Bilder finden, wie ich bewohnt werden möchte, wie du Teil von mir sein kannst und das Glück auf dieser Erde erfahren und erleben kannst. Ja, und so gerade in dieser Zeit, ich habe das Gefühl, dass wir in einem fast wie in einem Dimensionswechsel sind, wo sehr hohe Energien sind, die sehr schnell dazu verführen, dass wir in Angst und Reaktion stehen und damit dem Kriegsmuster entsprechen. Und die Erde ruft uns auf, fühle meine Frequenz, verbinde dich mit meiner Frequenz. Von dort wirst du die Botschaften und die Nachrichten empfangen, wie du dich gerade verhalten kannst, um ein Beitrag zu sein zur Friedenskraft. Ja, in diesem Sinne verbinde ich mich auch mit der Kriegssituation auf dieser Erde, wissend, dass wir alle Teil dieses Kriegssystems sind und dass es sehr, sehr tief um die Entdeckung geht, welche Systeme entsprechen
der Bewohnung dieses Planeten Erde in einer Weise, dass wir sagen können, wir alle, dies ist unsere Heimat. Und wie können wir Feindesdenken überwinden? Der Erdkörper selbst, wenn wir in diese Verbundenheit gehen, kennt diese Art von Feindschaft nicht. Ich bin du und du bist ich. In diesem Sinne, wir sind ein Körper. Ja, ich wünsche uns allen eine geführte Woche, eine gesegnete Woche. Ich danke dem Regen, den wir hier hatten. Und ich bitte, dass alle wir diesen ernsthaften Schritt des Systemwechsels in uns selbst vollziehen. Danke und Ja, Asim.